Ich bin zuletzt in Berlin gewesen, denn von Studio Kanal wurde ich eingeladen am Special Screening zu The Retribution, den neuesten Streifen von Liam Neeson, teilzunehmen. Und da das gerade bei mir zeitlich gut passte, habe ich die Einladung natürlich gerne angenommen, habe mich dann auf den Weg nach Berlin gemacht. Insgesamt 6 Stunden Fahrt waren das, und vorher habe ich natürlich im Internet nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht, und da war ich auf booking.com, und es gab zwar die ein oder andere Übernachtungsmöglichkeit, die so bei roundabout 40, 50 Euro war, aber das war dann eigentlich nur ein Bett in einem 6- bis 8-Mann-Zimmer, und das wollte ich mir dann doch nicht geben, speziell weil ich ein Freund davon bin, auch noch mein eigenes Badezimmer zu haben. Und so bin ich dann auf dieses Hotel hier gestoßen, Hotel Goldmarie, direkt an der Hauptstraße, Warschauer Straße, und nach dem Einchecken habe ich meine Schlüssel bekommen, mit denen konnte ich dann auch noch in den Hinterhof gehen. Dort gab es die Möglichkeit zu chillen, aber so richtig einladend sah das Ganze nicht wirklich aus, eher sehr speziell. Also machte ich mich auf den Weg zu meinem Zimmer, und da muss ich sagen, ich bin ja schon in einigen Hotelzimmern gewesen, speziell in meiner Zeit, als ich noch im Außendienst tätig war. Da musste man des Öfteren auch spontan irgendwo übernachten. Da bin ich ja schon einiges gewohnt und muss sagen, das Hotelzimmer hier war klein, aber fein, gemessen am Preis von 99 Euro, dann aber viel zu teuer. Einmal hat man sich umgedreht, dann war man auch schon im Badezimmer, auch das recht klein und ohne eine Abtrennung zwischen der Dusche und der Toilette. Dementsprechend ist da das ganze Wasser unter diesen Duschvorhang nach vorne gelaufen, und dann konntest du eben bei deinem Toilettengang hier noch ein bisschen mit den Füßen im Wasser planschen. Also war okay für eine Übernachtung, ja, aber wie gesagt, schon etwas teuer. Direkt neben dem Hotel auf der Warschauer Straße gab es etliche Möglichkeiten, was zu essen. Ein leckerer Burgerladen, dann selbstverständlich ein Döner-Kebab-Stand. Außerdem gab es noch die Möglichkeit, hier sich etwas Eiscreme zu kaufen, passend bei den Temperaturen. Dann noch eine Pizza-Hütte, und ja, der Imbiss-Stand direkt daneben, der hatte nicht geöffnet. Keine Ahnung, ob da der Besitzer etwas später aufsteht oder das Ganze schon geschlossen hatte. Andere Imbissbuden, die sahen optisch schon mal sehr interessant aus und haben dann auch immer wieder so ein paar kleine Feinheiten angeboten, die man sonst so nicht überall bekommt. Die deutschen Basketballjungs wurden am Tag zuvor Weltmeister. Das hat uns Sportfans natürlich richtig gefreut. Erfreut waren wir natürlich auch über ein schönes Sommerwetter. Allerdings muss ich sagen, war an dem Tag eine richtig krasse Hitze am Start. 31,5 Grad und kaum irgendwo Schatten hier zwischen Asphalt und Beton, ja, mitten in Berlin. Also das war auch richtig schwül. Ich habe mich dann vor dem Special Screening noch mit dem Ephraim und den Jan getroffen. Grüße gehen raus. Da waren wir dann noch ein bisschen an der Spree, haben uns umgeguckt, was gibt es denn da noch Interessantes zu sehen. Wir wollten auch nicht sehr viel hier durch die Gegend laufen. Wie gesagt, es war sehr heiß an diesem Tag. Sind dann noch hier an diesem Hostel vorbeigekommen. Da kann man sich auch ein Zimmer darauf mieten. Und ich habe mal im Internet nachgesehen, 63 Euro so im Schnitt ein Zimmer, das wäre es mir jetzt persönlich auch nicht wert. Sieht zwar sehr abenteuerlich aus, ja, aber okay, ich bin dann, wie gesagt, die sichere Schiene gefahren mit dem Hotel Goldmarie, auch wenn das jetzt auch schon sehr speziell, aber auch ein Erlebnis war.
Der Zimmy hat mich zuletzt ja besucht und wir wollten eigentlich nur einen kleinen Trip nach München machen, weil er noch nie in München war und zufällig war genau an dem Tag der Start des Oktoberfests. Also haben wir selbstverständlich die Gelegenheit genutzt, bei bestem Sommerwetter, 29 Grad hier, noch einen Abstecher aufs Oktoberfest zu machen. Das ist natürlich sehr teuer, wie zum Beispiel dieses Spanferkelsemmel für 8,50 Euro oder dann aber auch eine Maß Bier für 14,50 Euro. Ohne Trinkgeld gibst du kein Trinkgeld, kriegst du keine zweite Maß mehr. Aber egal, auch wenn es teuer war, es war ein echt schöner Tag. Heute ist Montag, der 18. September und noch vor einer Woche war ich in Berlin auf dem Special Screening von The Retribution mit Liam Neeson. Ja, war ein richtig geiles Event, hab dort den Ephraim getroffen und wir hatten jede Menge Spaß. Heute am 18. September, ja, eine Woche später, findet hier in München im Matheser die Pressevorführung von The Expendables Nr. 4 statt. Da werde ich jetzt gleich reingehen. Wie man sehen kann, sind hier schon einige Leute auch schön in Trachten gekleidet. Das ist in München so üblich, aber jetzt eben noch etwas mehr verstärkt. Denn am Wochenende hat das Oktoberfest angefangen und da war ich mit dem Zimmy gewesen. Er hat dort seine erste Maß Bier getrunken. War auch ganz witzig, wenn auch richtig heiß. Also es wird hat reingeknallt ohne Ende, aber besser als wenn es regnet. Und gestern sind wir dann noch auf der Filmbörse in Nürnberg gewesen. Also ihr seht es, innerhalb einer Woche richtig viel los gewesen. Und jetzt geht es dann, wie gesagt, hier rüber ins Matheser zur Pressevorführung von The Expendables 4. Hier haben wir noch ein bisschen Merchandise. Ja. Damit auch der Letzte weiß, dass hier Oktoberfest ist. Sehr schön. So, dann schauen wir mal rein. In die gute Stube. Hier geht es dann erstmal die Treppen hoch. Wunderbar, hier haben wir dann auch schon die erste richtig große Werbung. Ich bin echt mega gespannt. Stars sind wieder einige dabei, plus Megan Fox und 50 Cent. Mal schauen, was die alten Herren noch so auf die Leinwand zaubern. Fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt, Getränke und natürlich Popcorn. Auf der Toilette ist natürlich auch schon alles hier vorbereitet auf The Expendables 4. Und drunter kann man sogar beim Pinkeln Film gucken oder Werbung, keine Ahnung. Aber schon coole Sache. The Marvels haben wir dann noch hier. Und hier haben wir dann noch die Box Experience. Ja, und dahinter die Turtles. Auch sehr cool. Jo, und hier haben wir dann den Kinosaal. Richtig groß. Ja. Freie Platzwahl. Und hier sitzt dann der Cinema. Ja. Schön hier. Bewegungsfreiheit, optimaler Blick, Füße zum Auflegen und schönes Coke Zero und ein bisschen Popcorn.